von wahren Begebenheiten inspiriert. Die Welten und Lebewesen, denen du begegnest, sind als Urformen eines Ortes und eines Augenblicks gedacht und nicht als exakte Darstellung dessen, was sich zugetragen hat. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse dienten als Leitlinien. Dieses Abenteuer wurde von Panache Digital Games erschaffen. Dazu gehören... Mit Unterstützung von... Musik von... In den folgenden Stunden wirst du die Herausforderungen des Anbeginns der Menschheit nacherleben. Begib dich auf die nicht enden wollende Odyssee der menschlichen Entwicklung auf diesem Planeten. Lass dich auf deinen Reisen von deinem Körper, deinen Sinnen, deinem Verstand unter deine Stimme leiten. Werde zahlreicher und stärker und verbessere die Spezies. Überlebe die Elemente, lehre deine Familie, baue ein Heim. Viel Glück, wir werden dir nicht viel helfen. Und denk daran, die Evolution ist nicht in Stein gemeißelt, du musst dir deinen eigenen Weg bahnen. Vor 10 Millionen Jahren. Sister, the Humankind Odyssey. Teil 1, vor unserer Zeit. Okay, unsere Mama lebt auf jeden Fall nicht mehr. Erlange Sicherheit in einem Versteck oder in der Ansiedlung deines Clans. Okay, so, wir sehen es ja jetzt, Intelligenz. Drücke E, um deine Intelligenz zu nutzen. Nutze sie, um ein Versteck der die Ansiedlung deines Clans oder andere praktische Dinge zu identifizieren. So, das tun wir dann auch gleich. Ich habe schon ein bisschen angespielt. Ich habe das hier auch schon ein bisschen aufgenommen. Da ist ein Versteck. So, wir können nämlich unsere Intelligenz nutzen und viele, da wissen wir jetzt. Da ist, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir haben, also es ist nicht ungerecht, dass wir Angst davor haben. Ich glaube tatsächlich, wir können aber mit den Sinnen auch, ne, das als Fokus setzen. Genau, der Standort von allem, was du identifiziert hast, kann im Gedächtnis behalten werden. Genau, und da setzen wir unser Fokus hin. So. Wir wollen nach Hause. Einfach nur, oh Gott.
Intelligenz kann auch benutzt werden, um praktische Gegenstände zu entdecken und alles zu visualisieren, was du bereits identifiziert hast. Wir gehen jetzt einfach schnurstracks nach Hause. So, wir klettern mal auf den Baum, nicht das, oh, irgendwie, also die Augen, die sind halt richtig gruselig. Okay. Wir können nämlich von hier oben so runter springen. Oh, halt dich fest. Okay, gut. Dann nicht. Okay, du bist noch jung. Du hast junge, gesunde Beine. Oh Gott. Nice, nice, nice. Wir sind schon in Sicherheit. Alles gut. Also von hier aus kennen wir uns jetzt schon aus. So, das Spiel ist mir abgeschmiert. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also es ist nicht das erste Mal, bin ich ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also es ist halt meistens, bevor ich ins Dorf gekommen bin. Und dann habe ich in der letzten Aufnahme einfach vergessen, nochmal zu starten. Von daher, ja, huch. Okay, das war schlecht. Das war schlecht. Blattwerk und Schlingpflanzen ergreifen. Springe und halte Leertaste, um das Blattwerk oder die Schlingpflanze zu ergreifen, wenn du es durchquerst. Okay. Das war ja jetzt nicht der Fall. Ich habe es ja nicht wirklich durchquert. Gut, aber wir merken es uns. Wenn ich irgendwo runterfalle, einfach Leertaste gedrückt halten und hoffen, dass wir irgendwas ergreifen. Ja. So. Zum Let's Play bzw. angespielt. Ich weiß nicht, wie ihr das möchtet. Also ich wollte euch unbedingt das Spiel vorspielen wollte ich euch. Nein, mit euch zusammen spielen. Weil ich finde es geil. Also, ganz ehrlich, wir sind zwar schon im Mittelalter, aber jetzt, ne? Ich meine, sind wir mal ehrlich, ja? Oh, jetzt freut er sich wieder zu Hause zu sein. Hallo, ja. Ich meine, es sieht irgendwie so aus, als würden sie sich freuen, dass er wohlbehalten zurückgekommen ist. Aber, ne, die Mama oder der Papa sind nicht mit dabei. Ich weiß halt nicht. Ich muss mal gucken, was die Grauen sind. Ob das die Weibchen sind, wahrscheinlich. Ah, okay. Ich glaube, die trauern jetzt. Oh. So. Das Let's Play findet übrigens komplett ohne Bild statt. Wow. Also ohne meine Facecam. So. Die Hilfe werde ich mal nicht vorlesen. Die könnt ihr euch selber ja durchlesen. Ja. Okay, also, was ich sagen wollte, das Let's Play bzw. angespielt wird ungefähr 10 Folgen haben. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal, wie es bei euch ankommt. Ansonsten spiele ich es privat weiter. Ich wollte jetzt mal ein bisschen rumprobieren, was euch so am meisten gefällt. Ja, es wurde sich ja 7 Days to Die gewünscht und jetzt sehe ich so, wirklich toll findet ihr es nicht. Ich möchte halt natürlich auch auf dem Kanal was bringen, was euch interessiert. Also, was uns beide interessiert. Okay. Also. Ich habe irgendwie jetzt rausgefunden, okay, die dunkelhaarigen Affen sind wahrscheinlich Weibchen. Die grauen müssen dann die Männchen sein. Oder? Nee, du bist auch weiblich. Ah, okay, es ist vollkommen egal. Okay, nice. Okay. Dann, ich habe mich herausgefunden, dass ich tatsächlich, mich auf den Arm nehmen lassen kann. Genau, Huckepack. Und wenn sie mich, also wenn ich, ich steuere die so gesehen, ja. Das sind jetzt meine Reitpferde. Und ich habe herausgefunden, dass ich dadurch viel besser die Sachen erkunden kann, beziehungsweise das mit dem neuronalen Netz überhaupt funktioniert. Denn ich habe, wie gesagt, das Spiel schon angespielt, habe ich das gesagt. Könnte auch sein, dass es in den 5 bis 6 anderen Spielen war. Entschuldigung. Dass ich das angespielt habe. Gut. Wie gesagt, ich habe schon ein paar auf Namen gemacht. Und ja. So, wir können das Ganze auch stapeln. Wir haben das ja jetzt rausgefunden, was das ist. So, dann zack, das wissen wir. Ah ne, das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch. Das Holz kennen wir noch nicht.
Ja, ich würde euch bitten, eine Bewertung dazulassen, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es toll findet, ob ihr es sehen möchtet, ob es euch interessiert, wie ich das spiele. Würde mich sehr, sehr freuen. Okay. So, da sind wir wieder. Ich habe tatsächlich das Spiel schon eine Stunde lang gespielt und es ist kein einziges Mal abgestürzt. Also glaube ich tatsächlich, dass es nicht an dem Spiel an sich liegt, sondern tatsächlich irgendwie an meinem Rechner. Vielleicht auch am Aufnahmeprogramm, an der Mischung. Das ist vielleicht alles irgendwie nicht... Okay. Steht doch... Okay, warte, muss ich da plus 10 machen? Ach, einfach nur C drücken. Ach, okay. Bauen. Einige Gegenstände können die Möglichkeit zum Bauen bieten, wenn sie vorrätig und zahlreich genug sind. Nice. Weil wir müssen ja als allererstes auch ein Bett bauen. Das heißt, wir fügen es dem Stapel hinzu. Okay. Mal gucken. Gucke mal. Nice. Bauvorhaben beginnen. Okay, wir können das hier. So. Und dann... Nein. Wir können doch daraus Dinge machen. Sowas zum Beispiel. Ach, ich weiß nicht, was das ist. Okay. Von daher, da ich das nicht weiß, was das ist. Okay. Kuh. Okay. Oder wir legen uns einfach schlafen und dann finden wir raus. Ah, Schlafplatz, cool. Okay, so. Und jetzt müssten wir ja Schlafplatz auch bauen können, oder? So, Bauvorhaben beginnen. Und jetzt. Okay. Drücke Z, um dich an dem Schlafplatz hinzulegen. Ja. Okay, wie mache ich jetzt den Schlafplatz? Oder braucht man mehr? Ich glaube, man braucht mehr. Wir gucken mal. Gut, dann haben wir hier noch die Beeren. Die kann man sehr schön essen. Ich habe schon ein bisschen angespielt. Und ich finde es toll. Also ich finde es echt... Ich finde es sehr, sehr schön gemacht, bin ich ehrlich zu euch. So, das legen wir mal hier so in... Nein, du sollst... Vergiftung? Werden durch Gift oder das Essen von verdorbener oder unreifer Nahrung hervorgerufen oder durch die Aufnahme giftiger Elemente. Suche etwas mit medizinischen Eigenschaften. Ja, geil, haha. Cool. Ich hoffe doch. Dieser Farn hier, nicht... Könnte man doch auch essen. Wieso ist das weiter? Du bist doch... Nee. Ja, lief doch gut. Ja, Leute. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätten wir niemals existiert. Denn ich kann alles auch ohne... Ist das antitoxisch? Nee. Wieso haben wir jetzt einen gebrochenen... Warte. Okay. Also irgendwie ist die ganze Nahrung... Ja, was soll ich sagen, Leute? Unser Verderben ist nah. Okay. Wir können erstmal... Wow. Also ich weiß tatsächlich, dass wir hier auch die Dinger analysieren können. Oder den Dornenbusch. Aber irgendwie können wir es auch nicht analysieren, was? Oh Gott. Ja! Oh, okay. Ich kann mich auch noch aufrichten. Nice. Cool. Ja, aber dadurch, dass die jetzt das Verdorbene da gesehen gegessen hat... Oh mein Gott. Ich bin halt einfach... Ja, ich geh kaputt. Ja, wir inspizieren erstmal Wasser. Vielleicht hilft das. Ja, wobei ich glaube nicht, dass Wasser jetzt hilft. Oh, Nahrung entdeckt. Wasser. Frischwasserquelle. Sehr schön. Kann ich auch... Nee, nur das Wasser. Aber hier die Stacheldinger nicht. Okay. Gut. Schade. Oder? Kann ich das irgendwie so... Nee, kann ich nicht. Schade. Schade, Marmelade. Okay. Aber cool, die können ja schon auf zwei Beinen laufen. Wieso tust du es nicht? Ha. Okay.
Ja, ich weiß nicht, bringt es mich jetzt um in der Zeit oder nicht? Oder, ach Gott. Jetzt schon versagt zu haben, ist schon traurig. Hast du vielleicht ein Antigift? Analysieren. Wechseln, pflegen. Oh, nice. Pflegen, komm. Ich pflege dich. Aktive Erwachsene. Körperpflege ist der einzige Weg, um ein Paar mit einem Erwachsenen zu bilden, sich zu paaren und schließlich zu gebären. Ah, okay. Also muss ich dem so gesehen schöne Augen machen, indem ich ihn pflege. Ja, das war ja bei meinem Mann nicht anders. Was hast du da? Was hast du da? Nach was riecht's? Nach was riecht's? Erzähle. Erzähle. Nahrungssammlungspunkt. Okay, ein Angelplatz. Okay. Und ja, wie mache ich das jetzt? Stelle ich mich da jetzt einfach dran? So. Okay. Ich höre hin. Und ein Fisch. Na okay, das sind meine Kollegen. Ja, Intelligenz. Riechen? Kommt ein Fisch? Entschuldigung. Okay. Vielleicht muss ich ja mit dem Stock rumstochern. Oh, jetzt habe ich ernsthaft... Oh, Mann. Ja, wer konnte auch ahnen, dass das so schlimm wird? Mist. Ehrlich, Mist ist das. Ja, ich kann es nicht ändern. Bin ich danach eigentlich... gehe ich kaputt? Oder ist es einfach nur die Zeit, in der es anwirkt? Naja, wir werden sehen. Also, wir identifizieren mal hier alles. Okay. Hilfe. Ich habe was Falsches genommen. Hilf mir doch. Ah, Steine. Sehr schön. Ja, was sind Steine? Guckst du dir genau an? Und? Kannst du werfen? Neues Werkzeug entdeckt. Sehr schön. Ah, stimmt. Wir haben ja noch das neuronale Netz, das wir dann durchsuchen müssen am Schlafplatz. Also so gesehen unser Skillbaum. Den werden wir auch gleich noch machen. So. Inspizieren. Also, du hast immer noch den Stein in der Hand. Ja, gut. So, balanciere mal. Das sieht gut aus. Sieht gut aus, was du machst. Nein. Ups. Entschuldigung. Ich wollte nicht die Gläser hier hauen. So. Und? Wie läuft's? Du sollst eigentlich die Kokosnuss identifizieren und nicht hier Zeug machen. Ja, also die Steuerung habe ich schon voll komplett drauf. Nicht. Okay, neue Nahrung entdeckt. Weißt du, wie du die öffnest? Nein, weißt du nicht. Lass sie mal fallen. Ja, es ist halt wirklich so. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Kokosnuss öffne. Ich habe ja versucht, ihr zu erklären, sie soll bitte einfach mit dem Stein versuchen, draufzuhauen. Aber sie hört nicht auf mich. Sie hört einfach nicht auf mich. Okay, und jetzt ab ins Wasser. Hui! Okay, wir sind gut gelandet. Wir schlafen jetzt mal ein bisschen, hoffentlich. Können wir es auch hier so hinlegen, dass wir... Okay, können wir nicht. Vielleicht brauchen wir einfach mehr davon. Expedition beenden. Ah, weil ich... Warte, hä? Ja, Evolution. Evolution. So, was haben wir denn? Genau, das... Also, falls ihr das lesen wollt, könnt ihr das nochmal machen. Ich habe das schon gelesen. Was haben wir hier? Die Nutzung der Sinne in unterschiedlichen Zusammenhängen erzeugt ein Wachstumspotenzial. Okay. Die Nutzung von Intelligenz bei der Analyse. Mit anderen zu interagieren, erzeugt ein wachsendes Potenzial und Kommunikationsfähigkeiten. Und okay, gut. Bei den anderen beiden steht noch, dass das notwendig ist. Hä? Was? Kann ich das irgendwie steigern? Weil irgendwie steht ja hier nicht weiteres T. Ach, das ist ein wachsendes Neuron. Okay. Also das heißt, ich muss da noch in die Gegend. Okay. Also bin ich noch nicht so weit, dass ich das skillen könnte. Sehr schön. Ja, was mache ich jetzt mit meinem Affen? Geht der jetzt hops? Oder löst sich die Vergiftung irgendwann? Hilfe. Oh, Kreis. Männlich.
Ey, mein Freund, lass mal, ich pflege dich. Ah, ich muss es gedrückt halten. Uiuiui. Ausgereiftes Neuron, Kommunikation. Ah, nice, okay. Und? Ach, die Wirkung ist einfach vorbei, sehr schön. Achso, muss ich weiter pflegen? Ja, pflege ihn. Pflege ihn. Ach komm, stell dich nicht so an. Uiuiui. Okay, okay, gut, komm. Wir beide werden kein Paar, mein Freund. So, du bist auch erwachsen. Ach, Kreis ist dem sein, okay. Hat mit Jack ein Paar gebildet. Oh. Können wir Jack wegknallen? Kann man sie noch irgendwie loswerden? Wer von euch ist Jack? Bist du Jack? Hi, grüße. Oh, du bist Single? Hi, na, du? Gleich willst du mir folgen. So. Dein Ernst. Ich habe euch gezeigt, wie man Nahrung isst. Okay. Kann ich mir auch einfach eine klatschen? Okay. Nee. Nee. Muss ich dem jetzt Opfergaben bringen? Das wird nicht passieren. Wie benutzt die Werkzeuge? Also wie gesagt, ich habe noch keine große Ahnung von dem Spiel. So, kann ich jetzt ein Bett daraus bauen? Nee, kann ich nicht. Ah. Ja, ich feiere mit euch, glaube ich. Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie Eisen. Okay, inspiziere das mal. Sieht aus wie Eisen. Wow, gleich Eisensteinzeit. Bam. Ein neues Werkzeug entdeckt. Obsidian. Oh, nice. Nice. Damit kann ich... Ich kann nicht mal zuschlagen, ne? Irgendwie ist das halt so von Anfang an für mich, ich will was schlagen. Ich möchte was schlagen. So, wir legen uns jetzt hin. Weil ich will jetzt nochmal gucken. Eigentlich war hier ein neuronales Netzwerk. Da haben wir das erste. Hier... Kommunikation. Die Fähigkeit, alle Clanmitglieder zu versammeln, ist erworben. Halte Rechtsklick, um alle Clanmitglieder zu versammeln und dir folgen zu lassen. Wir können jetzt umziehen. Okay. Wir müssen mit mehr Kreisen interagieren. Nicht? Okay. So. Hi, grüß dich. Analysieren. Ich werde die. Kann ich die eigentlich alle analysieren? Okay, auch Greis. Kann ich dich trotzdem. Aber habe ich vorhin nicht irgendwie. Die trotzdem irgendwie. Okay, keine Ahnung. Kann ich irgendwie anders mit denen kommunizieren? Ha. Huch. Wo willst du denn hin, kleines Äffchen? Der ist ja weggeflogen. Okay. Okay, jetzt, ich habe es auf. Ich bin besser geworden in der Sache. Okay, ich kann dich jetzt besser pflegen. Oh. Klatsch ihm doch eine. Der will das nicht. Ja, genau. Der will das nicht anders. Oder geht das nicht, weil. Moment, liegt es vielleicht an dem Kind, das auf meinem Rücken sitzt? Aber ist das Kind nicht der Haupt. Also, Akteur? Gut, ich schmeiß mal das Kind runter und gucke mal, ob es dann funktioniert, dass ich... Was heißt denn? Expedition beenden? Bringe ich die um? Entschuldigung. Okay. So, und dann setzen wir mal das Kind ab. Baby mit spontaner genetischer Mutation, Stoffwechsel. Ah, okay. So, und jetzt mal gucken, ob ich mich an ihn ranmachen kann. Ich meine, ich kann ihn schon irgendwie verstehen, von wegen, ne? Baby auf dem Rücken und dann kommt sie an und will dich massieren, also. Ne? Upper Red bekommt eine ganz neue Bedeutung. So. Und jetzt, ha? Huh? Huh? Ach komm, ich suche mir einen anderen. So, wir müssen uns jetzt, das Kind wiederholen. Wow. Denn nur so besteht ja weiterhin unser ganzes Sein.
Weil die Babys... Genau, Kinder in der Nähe ermöglichen das Ansammeln von neuronaler Energie. Je mehr Kinder in der Nähe, desto höher ist die Ansammlung. Ach, so ist das. Ach, so ist das. Sehr schön. Gut, dann, wie sieht's aus? Wir holen uns noch ein Kind. Wie das klingt. Entschuldigung. Wo war denn hier der andere kleine Schreihals? Oh, Moment. Da war was Neues. Da im Wasser. Seht ihr das? Ah, ne, das ist wahrscheinlich unten. Ja, unten will ich jetzt tatsächlich noch nicht hin, weil ich krieg's ja nicht mal hier geschissen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja hier schon die ganze Zeit am, ja, sterben jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe vielleicht unreife Früchte gegessen, bei denen man vielleicht aufpassen sollte. Na? Gut. Ich meine, sehen wir es mal auf der Pro-Seite, ja? Hier gibt es keine Autos, also hat unser Stamm doch schon Hoffnung zu überlegen. Überleben. Okay, da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie mal hinkomme und mich da mal umschaue. So, was ist das? Was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich nochmal eine Steinquelle. Ja, zwei Steine nebeneinander. So, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht einen Stein und Obsidian oder so, dass ich die Steine und so nebeneinander lege. Und vielleicht passiert da irgendwas. Oh, ach stimmt, Stöcke haben wir ja noch gar nicht. Dann holen wir uns mal einen Stock. Und legen den Stock zu den Steinen. Also wie gesagt, so würde ich es machen. Oder halt zwei Steine nebeneinander. So, tun wir jetzt hier hinlegen. Moment. Ja. Es ist dunkel. Ist nicht schlimm. So. Da holen wir noch einen Stein. Und legen zu dem anderen Stein. Wo ist der andere? Ja, da. Zum Stapel hinzufügen. Okay, wir haben jetzt zwei Steine. Jetzt holen wir noch einen Stock. So, dann identifizieren wir den natürlich. Ja, neues Werkzeug. Cool. Oh, toll, gucke, Kind. Werkzeug. Entschuldigung. Toter Zweig. Okay, den fügen wir jetzt auch hinzu. Ich wollte ihn zu den Steinen hinzufügen. Was ist das? Was war das? Hä? Der hat mir doch gesagt, dem geht's besser. Also okay, gut, der Affe hat nichts gesagt, aber wisst ihr? Also ich bin davon ausgegangen, dass es ihm besser geht. Entschuldigung. Ja, dann leg dich hin. Mensch. Ja, schlaf. So, ach, sie muss gedrückt halten. Okay. So, hast du jetzt geschlafen? Nee. Okay, Moment. Muss ich vielleicht das Kind absetzen, um zu schlafen? Ach so, oder ich muss Z gedrückt halten. Okay, so. Mitternacht? Der träumt jetzt? Oder was? Ist ja geil. Okay, Nahrung, Wasser, Schlaf. Ah, okay. Krass. Ansonsten haben wir nichts gelernt, ne? Natürlich haben wir nichts gelernt. Ach doch, hier. Du besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Nahrung zu metabolisieren. Oh, okay. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Da muss ich erstmal hier. Nutzung Intelligenz bei der Analyse der Umgebung. Also muss ich mehr analysieren. Um wahrscheinlich dahin zu kommen, oder was? Gut, Baby. Du kommst bitte wieder mit. Weil spontane genetische Mutation an Neugeborenes hat neues neuronales Potenzial gebracht. Kinder mit neuen Potenzialen müssen das Erwachsenenalter erreichen, damit die Art der Mutation im Neugeborenennetz aufgezeigt wird. Sehr schön. Okay. So, die sehen... Nein, ich will die hier vorne. Die sehen nämlich rot aus. So. Kann ich das nochmal inspizieren? Sagt ihr da auch was dazu? Weil bei dem anderen hat er auch gesagt, ja, ist Nahrung. Könnt ihr essen. Aber dann irgendwie doch nicht. Könnt ihr mal bitte hier... Nee. Nee, mein Freund. So nicht. Okay. Wir haben gegessen. Jetzt trinken wir. Aber geschlafen haben wir auch. Ich glaube, Schlaf war auch irgendwie unten. Ah nee, das ist der Fisch. Hallo? Wo ist hier Trickspot? Da hinten? Und hier vorne nicht, oder was? Hier ist auch überall Wasser. Kann ich auch hier am Fischspot trinken? Ja, da. Oh, jetzt regnet's.
Jetzt regnet es. So, trinken, essen, schlafen. Ja, habe ich doch bei alles gemacht. Muss ich noch mehr trinken? Wie die halt einfach alle nachmachen, ne? Okay, es ist kalt. Und es regnet. Oh Gott, da wird sowas von drauf gehen. Ja. Okay. Okay. So. Kann ich hier irgendwas draus machen? Nein. Da hinten sehe ich... Ah, okay. Da sehe ich zum Beispiel hier nochmal einen Spot zum Trinken, ne? So, gucke zu. Kleines Äffchen. Gucke, so trinkst du Wasser. Ha? Hast du gelernt? Na, hast du gelernt? Baby. Umbenennen. Ich kann die halt auch einfach alle umbenennen. Kann ich dich auch noch Huckepack nehmen? Nice. Ich meine, okay, gut, ich bin wahrscheinlich ein bisschen überladen. Aber hey, zwei Kinder sind besser als eins. So, pass auf, das ist ein Stock. Gucke. Kannst du gucken. Ja, guck mal, oh, Stock. Ja, ja, guck beide hin. Guck. Also ich finde, ich habe noch beide Arme frei. Da geht noch mehr. kenne ich jetzt das Obsidian irgendwie? Ne? Nee, kenne ich nicht. Ah, okay. Also rein theoretisch. Rein theoretisch. Könnte ich das halt werfen? Und dann sehen die Ogeln geworfen werden. Okay. Habt ihr das gesehen, Kinder? Gut. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Und zwar, wir haben da drüben unsere Kokosnüsse. So, wir schnappen uns eine Kokosnuss. Huch. Okay. Ja, man, Stein. Kann ich nichts bauen, ne? Nee. Wir nehmen eine Kokosnuss. So. Und dann passt auf, wir schmeißen das einfach gegen die Felswand. Und gucken, was passiert. Ha? Was soll schon passieren? Zack. Ah, da. Den Clan oben. So. Punkte mit Verbindungen zeigen diejenigen an, die dir folgen. Den äußeren Kreis zeigt die Grenze der Ansiedlung. Ah, okay. Okay, seid ihr jetzt alle gekommen? Ich hab den Clan gehoben. Hallo. Ich habe was zu sagen. Aber, zeig ich. Ach, sind alle da. Okay. Hi. Du sollst hier warten. Ja, keine Ahnung. Okay, also, pass auf. Wir nehmen diesen Kokosnuss. Und dann? Schmeißen wir die mit voller Wucht. Weil wir können die ja nicht essen. Dann schmeißen wir die mit voller Wucht gegen die Wand. Und dann rollt sie einfach hinter die Steine und ist weg. Ah. Okay, hier. Vielleicht weißt du, was man damit macht? Gucke. Wieso kriegst du Bauchschmerzen? Okay, habt ihr alle Hunger? Ist doch easy. Hallo? Ist doch easy. Okay, wir essen hier mal davon. Ja, wir wissen doch alles, was das Essen ist. Gucke. Njam, 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 njam. Muss ich da vielleicht Essen reinbringen? So, jetzt haben wir zwar unsere Hand gebrochen, aber Leute, das war's wert. So, ich würde sagen, wir lassen mal die beiden Kinder hier sitzen. Ich glaube tatsächlich auch mehr als Expedition beenden. Was heißt dieses Expedition beenden? Das ist halt... Ne? Ups. So. Oh, ausgerechnet. Oh, nein. Ah, das heißt es. Okay, okay, okay. So, Kinder. Die Mama legt sich jetzt mal kurz hin. Wir setzen mal eins, zwei Kinder ab. Damit wir auch ein bisschen schlafen. Kann ich auch mit den Kindern schlafen? Also neben den Kindern. So, wir können ja ein bisschen mehr Zeit laufen lassen. Ah, es wird halt nicht besser, ne? Das Gift, das mit dem Gift irgendwie schlimmer.
Die erinnert sich jetzt auch so, ah, gut, ich habe das gegessen. Hat gut geschmeckt. Aber dir geht's halt nicht besser. Dir geht es einfach nicht besser. Ich glaube, das war das Zeichen, dass ich ausgeschlafen bin, oder? Okay, es könnte sein, dass die Folge ein bisschen länger ist. Okay, schlafen wir. Okay, wir brauchen viel Wasser. Ihr seht's. Und auch sehr viel Schlaf. Okay, wir schnappen uns zwei Kinder. Das klingt so falsch. Okay, Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, um mir zu zeigen, dass das weitergehen soll. Ihr wollt sehen, wie ich meinen Stamm aufbaue. Ihr wollt dabei sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.